Und jetzt zum ersten Mal eben beim Torwandschießen Michael Langrede aus Etelsen. Herzlich willkommen. Hat es mit folgendem Tor hier in die Sendung geschafft. Und Michael, du kannst uns sagen, war das ein wichtiges Tor? Es war vor allem ein schönes. Ja, wir spielen dieses Jahr um die Meisterschaft und von daher würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein wichtiges Spiel war und dem hier auch ein wichtiges Tor. Wir spielen um die Meisterschaft, so wie Marcel. Ganz genau, so geht's auch an erster Stelle. Marcel Halstenberg an der Torwand, der ja eigentlich um 23.30 Uhr ins Bett geht. Das heißt, ich hoffe, Sie sind noch wach genug. Marcel, auf geht's, drei unten. Gut. So, der ging knapp daneben. Ohne Anlauf, aus dem Stand. Der Ball muss noch weg. So. Ja, okay. Sie nähern sich an. Ah, schade. So, das ist doch eine Vorlage für den Micha, der natürlich auch von uns Unterstützung bekommt, hier aus dem Publikum. Oh. Ein Strahl. Der war auch drin. Der war auch drin. Ja, wir haben den Videobeweis, der war drin. Ui, knapp. So, Marcel, das ist jetzt mal eine Herausforderung. Ja, nicht so schlecht. Offensivspieler, ne? Wie man gesehen hat. Zwei müssen Sie ja machen, haben Sie gesagt. Sonst dürfen Sie nicht zurückkommen nach Leipzig. Na, nach Hannover. So. Jetzt die Chance. Zwei Möglichkeiten hat er noch. Ja, okay, einer noch. Ein Ehrentreffer. Unser Kandidat hat schon gewonnen. Ja, schade, schade. Es soll nicht sein für RB Leipzig heute am heutigen Tag. Genau. So, Micha. Hat schon gewonnen. Eine Ehrenrunde. Micha Langrede. Zwei Treffer bisher. Und einer noch. Ach, auch knapp. Trotzdem der Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Unser Kandidat gewinnt. Michael, Glückwunsch. Marcel, kommen Sie her.